Nun aber zur Regionalliga Mitte. Gastgeber Union Perg hatte zuletzt am vergangenen Wochenende den Schwanenstädtern die erste Saisonniederlage zugefügt. Und die Auswärtsmannschaft, der FC Blau-Weiß Linz, der erlebt im Augenblick gerade schwere Zeiten. Nach einem 3:0 Erfolg im Herbst will Blau-Weiß-Trainer Dieter Mirnek im Perg nun drei wichtige Punkte holen und sich so Richtung Mittelfeld der Tabelle orientieren. Da im Perg zu spielen ist immer schwierig. Man weiß, dass Perg eine sehr kampfkräftige Mannschaft ist. Da muss man einfach dagegen halten von der Qualität der Mannschaft. Die Einzelspieler sind wir sicherlich besser. Aber wie gesagt, wenn wir kompakt auftreten, erwarte ich auch schon drei Punkte. Gleich mit der ersten Aktion und diesem Stangenschuss zeigt Blau-Weiß, wie entschlossen man in diese Begegnung geht. Doch auch die Perger wollen sich aus den hinteren Tabellenregionen verabschieden und haben aus der Begegnung im Herbst gelernt. Michael Zangelmeier ist zwar als Notnagel zu Blau-Weiß gekommen, hat sich jedoch bestens etabliert und auch Dieter Mirnek ist mit seinen Leistungen mehr als zufrieden. Er ist 17 Jahre, macht seine Aufgabe gut, ist ein Talent und für ihn eine Riesenchance. Dann kann er sich profilieren, aber wie gesagt, er macht wirklich einen hervorragenden Eindruck. Und so gesehen, jeder fängt einmal an in der Kampfmannschaft und ich wünsche ihm alles Gute und ich hoffe, er kann seine Form so halten. Wirklich gefordert wurde Zangelmeier zu Beginn von den Pergern nicht. Für diesen Schuss nach dem Pfiff von Schiedsrichter Pammer wegen Abseits sieht Polacek gelb. Blau-Weiß ist im Angriff. Riedl fällt über Hader und sieht sich so um seine Chance gebracht. Ein kleines Handgemenge entsteht, dieses kann aber von Schiedsrichter Pammer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Je näher der Seitenwechsel rückt, desto mehr verstärken die Linzer Gäste den Druck auf Perg. In der Tabelle sind es ja gerade einmal zwei Punkte, die Blau-Weiß von Union Perg trennen. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff muss Vilotic nach diesem Zusammenstoß mit Ara verarztet werden, kann jedoch weiterspielen. Nachdem beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt wurden, bringt der erste Angriff der zweiten Spielhälfte durch dieses Foul von Brandl an Hader einen Elfer. Holy tritt an und verwandelt sicher zum 1:0 für Union Faltinger Perg. Je länger die zweite Spielhälfte andauert, desto härter wird die Spielweise auf beiden Seiten. Fouls und gelbe Karten gibt's dann sozusagen en masse. In der 73. Minute finden die Blau-Weißen bei diesem Angriff eine der besten Möglichkeiten der zweiten Spielhälfte vor. Dennoch bleibt Perg mit 1:0 in Führung. Schmerzlich für Blau-Weiß ist dieses Foul von Önzel an Riedl. Denn Peter Riedl verletzt sich an der Hand und muss mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Somit fällt auch Riedl mit Sicherheit für einige Wochen aus. Trotz einer 7-minütigen Nachspielzeit aufgrund zahlreicher Unterbrechungen bleibt es beim Endstand von 1:0 für Union Perg. Spruchparolen wie diese waren von den Fans die gesamte zweite Spielhälfte über zu hören. Sie bringen aber weder Dieter Mirnek noch die Mannschaft weiter. Ja, die Rufe höre ich schon seit einem halben Jahr, ne? Und das tut mir irgendwo leid für die Mannschaft. Weil ich sage einfach so, die Mannschaft und ich, wir haben miteinander überhaupt auch keine Probleme. Weil wenn ich die Mannschaft nicht mehr erreichen könnte, würde ich sofort aufhören. Aber das ist nicht der Fall. Wir trainieren gut, wir arbeiten hart. Und das Problem ist das, dass natürlich durch diese Rufe auch die Mannschaft total verunsichert wird. Das ist sicher nichts Positives. Ja, mit dem Start haben wir sicher nicht gerechnet, den was wir heuer haben. Und natürlich ist für einen Abstiegskampf jetzt umso leichter. Ne? Also jeder Punkt, den wir machen, ist ein Punkt gegen Abstieg. Wir waren sehr gut eingestellt heute, waren sehr aggressiv, haben sie nicht ins Spiel kommen lassen. Sie sind nominell sicher besser aufgestellt als wir. Nur muss man sich gegen Blau-Weiß etwas einfallen lassen, muss sie mit Aggressivität bekämpfen. Und wir haben sie nicht ins Spiel kommen lassen. Aus diesem Grund geht der Sieg meines Erachtens in Ordnung heute.